Hallo und willkommen zu einem ARK-Anfänger-Guide, würde ich es mal nennen. Und zwar habe ich gedacht, wisst ihr was, Leute, wir machen mal ein ARK für Anfänger, wo ich euch im ersten Teil einfach mal so ein paar Tipps sage. Ich habe mir jetzt fürs Video wirklich mal was aufgeschrieben. Und zwar 7 Tipps habe ich jetzt aufgeschrieben, wo ich am Anfang dachte, okay, zum Glück hatte ich damals Leute im Livestream, die mir diese Tipps gegeben haben auch. Und einige Tipps von denen habe ich auch selber dann im Laufe der Zeit gemerkt, weil wenn man ARK anfängt, hat man kein Tutorial. Man wird einfach in die Spielwelt geworfen und man hat absolut keine Ahnung, was man machen soll. Ja, und da habe ich mir überlegt, wisst ihr was, dann mache ich das. Ja, mein erster Tipp ist, nicht sofort in die Wildnis rennen. Also, ich weiß, man möchte am liebsten sofort die Insel erkunden. Ich kenne das aus Erfahrung. Aber Leute, macht es nicht. Wirklich nicht. Es kann nur schief gehen. Und zwar, wenn man das erste Mal ARK spielt und einfach in die Wildnis reinläuft, da kann alles passieren. Ich weiß nur, ich glaube, bei mir war es das erste Mal, ich war dann in den Sumpf gelaufen. Und der Sumpf ist einfach nur gefährlich mit den ganzen Schlangen und den Gift-Dinos und alles. Und ja. Macht es am besten nicht, auch wenn das sehr verlockend ist und man es am liebsten machen möchte. Lasst es lieber. Levelt ein bisschen, guckt, dass ihr eine gute Ausrüstung habt. Schaut, dass ihr ein Dino habt, wo ihr drauf reiten könnt oder am besten sogar drauf fliegen könnt. Aber dazu kommen wir in ein anderes Video. Der zweite Tipp, alles in Ruhe herstellen. Hetzt euch nicht. Ihr müsst nicht in 2 Minuten schon eine Base haben, die aus Stein gebaut ist oder aus Metall sogar. Einfach alles in Ruhe herstellen. Man kann in den Einstellungen natürlich alles so einstellen, dass man keinen Hunger, keinen Durst hat. Ich habe halt eingestellt, dass die Nacht sehr schnell rumgeht. Das würde ich euch vielleicht auch empfehlen, dass die Nacht halt nicht so lange dauert wie der Tag. Ich habe es sehr extrem eingestellt. Das muss ich eindeutig ändern. Weil die Nacht da sieht man einfach nichts. Und die Fackeln, die gehen so schnell kaputt. Also, ich würde da ein bisschen einfach austesten. Aber um dem Spielspaß, ja, dass der Spielspaß, das Spaß nicht verloren geht, würde ich am Anfang nicht alles einfach auf voll machen, dass man Erfahrungspunkte bekommt, dass man in 2 Minuten auf Level 100 schon ist. Macht alles einfach in Ruhe. Stellt euch einfach alles in Ruhe her und hetzt euch einfach nicht ab. Der dritte Punkt ist einfach ein sicherer Ort. Baut wirklich an einen sicheren Ort, besonders am Anfang. Irgendwo am besten für die Anfangsbase, man bleibt fast nie am Anfang. Irgendwo, wo ihr auch gespawnt seid. Einfach ein kleines Häuschen, nichts Besonderes. Schaut nur, dass ihr wirklich ein richtiges Bett baut. Kein Schlafsack, am Anfang reicht der Schlafsack. Aber der Schlafsack ist halt, wenn ihr einmal stirbt, ist der auch weg. Also müsst ihr einen neuen herstellen. Dann macht lieber das Bett. Das kostet zwar ein bisschen mehr, aber dann habt ihr das. Ne? Dann spawnt ihr auch direkt da wieder. Und ihr müsst euch nicht dafür sorgen, oh, ich muss mir jetzt einen neuen Schlafsack herstellen. Wenn ich jetzt wieder sterbe, habe ich keine Ahnung, wo ich bin. Ne? Und macht euch keinen Stress. Also das ist eigentlich schon der vierte Punkt. Ich höre das so oft. Ich hatte letztens im Stream gehabt, oh, du bist ja erst Level 3. Natürlich war ich erst Level 3, weil ich die Karte neu angefangen habe. Ne, also macht euch keinen Stress, wenn euer Freund, Freundin, keine Ahnung, Oma oder Opa auf Level 50 schon ist und ihr erst Level 2 und so ein Spruch kommt. Wirklich, Leute, ihr fangt doch gerade erst an und es ist doch kein Wettrennen. Macht wirklich einfach alles in Ruhe, macht euch keinen Stress und habt einfach euer Spaß. Der fünfte Punkt. Anfangshaus, da habe ich ja gerade schon mal was angesprochen mit. Euer Anfangshaus, einfach was Kleines, so 4x4 aus Stroh, nichts Besonderes. Macht euch da nicht so viel Mühe, das habe ich nämlich damals gemacht. Das kann man natürlich später immer noch verschönern, wenn man sagt, okay, ich will aber, dass mein Anfangshaus schon wirklich toll aussieht, dass wenn man da mal zurückkehrt und denkt, so, da habe ich angefangen, das könnte ich später immer noch machen. Weil ihr werdet wirklich, glaubt mir, ihr werdet die Insel erkunden und so viele schöne Orte entdecken. Besonders auf Ragnarok. Ich habe da so viele Orte entdeckt, wo ich denke, so da will ich bauen oder da will ich bauen. Und ja, man will irgendwie überall dann bauen.
Und ja. Ja, einfach nur ja. Der sechste Punkt, leichte Karte. Also ich habe damals mit The Island angefangen. Das ist auch die Standardkarte. Nehmt euch wirklich eine einfache Karte. Nicht sowas wie Genesis oder halt wie Aberration. Ist zwar verlockend, aber diese Karten sind halt, wenn man alleine spielt, schwer. Wenn ihr vielleicht jemanden dabei habt, der schon Ahnung hat von A, kann man natürlich sowas machen. Oder wenn man zu mehreren spielt. Aber am Anfang würde ich wirklich was Leichtes nehmen. Ich würde einfach, ich schaue das einfach im Internet, einfach vielleicht Karten-Tutorials an. Oder guckt einfach selber so ein bisschen an der Karte, wenn ihr denkt, okay, die Karte ist mir doch zu schwer, nehme ich doch noch eine andere. Sowas ist auch gar nicht schlimm. Also, ich habe eigentlich alle Karten schon durch. Und manche sind wirklich, wo man denkt, okay, die ist aber wirklich easy, besonders so für am Anfang. Und manche, wo man nur denkt, nee, okay, die ist wirklich schwer, weil man die Ressourcen nicht so schnell findet, weil man da nur angegriffen wird oder sonst was. Ich habe gesagt, ich habe sechs Tipps, ne? Das war gelogen. Ich habe sieben Tipps, Leute. Und der siebte Tipp ist einfach farmen. Besonders am Anfang. Farmt einfach. Besonders sowas wie Stroh oder Fasern. Am Anfang ist das halt, das müsst ihr alles selber erfahren. Ohne eure Dinos. Und farmt einfach. Baut euch Kisten. Später könnt ihr euch Schränke bauen. Aber haut die voll. Und macht euch einfach ganz viel Farmenzeug. Also Holzstein. Fasern, Stroh, besonders am Anfang, weil das hilft euch. Besonders die Werkzeuge gehen ja nach einer Zeit auch kaputt. Und das Problem ist, die müsst ihr natürlich auch reparieren. Und das ist am Anfang ein bisschen blöd, halt, wenn ihr später die Dinos habt, die dann für euch Farmen tun. Macht das erstmal viel mehr Spaß, besonders wenn man das erste Mal das macht. Und es geht schneller. Man kann es natürlich auch einstellen, dass ihr direkt ganz viel Zeug bekommt. Aber das ist langweilig. Das ist einfach langweilig. Auf jeden Fall, ja. Das waren jetzt so meine Tipps, die jetzt für, ich denke, für den Anfang relativ nützlich sind. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr noch welche Tipps habt für Anfänger. Und das ist auch mein erstes Arc-Guide-Video. Also seid nicht so fies zu mir. Ich wollte es auch kurz halten, weil ich denke, meistens tun die Leute immer über den heißen Brei rumreden. Und ich wollte halt eigentlich auch noch sowas wie fürs Anfangshaus so ein einzelnes Video machen, zum Beispiel, oder die wichtigsten Werkzeuge, damit man halt das im einzelnen Video hat, weil sonst hat man dann ein Video, was über eine Stunde geht und das guckt sich keiner an. Das würde ich auch nicht tun. Ja, wie gesagt, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr noch welche Tipps habt oder Anregungen oder Verbesserungsvorschläge. Ne? Auf jeden Fall, Dankeschön, dass ihr dabei wart und dann bis zum nächsten Mal. Tschö!